Inzwischen seit etwa 4 Jahren gibt es immer wieder Gerüchte darum, dass eben Sprint und T-Mobile US fusionieren. Hinter den beiden Unternehmen stecken die Mutterkonzerne, einmal Softbank und dann eben die Deutsche Telekom. Der Grund, warum das bislang immer nur für Gerüchte und für sehr unwahrscheinlich gehalten wurde, ist einfach, dass die beiden Nummern 3 und 4 sich damit quasi zusammentun würden. Also Wettbewerbsbehörden, die hätten wahrscheinlich ein Problem mit dieser Fusion. Bislang ist es aber wirklich auch nur ein Gerücht. Weder Softbank noch die Deutsche Telekom wollten sich dazu offiziell äußern.